Seht euch das an, das ist so lächerlich. Star Power aktivieren. Wir kriegen 572 Schaden von der Super. Hey Leute, nach über 2 Monaten Pause heute mal wieder ein neues Brawl-Stars-Video von mir. Ihr wisst vielleicht, die Brawl-Stars-Videos kamen leider nicht ganz so gut an, dafür hatte ich halt einen unfassbar kranken Clash Royale-Hype. Jetzt habe ich ewig für diese Folge gewartet, habe nochmal einiges am Overlay auch verbessert, also sieht auch hoffentlich grafisch besser aus. Und wir haben eine richtig fette Folge, ich habe extra sehr lange dafür gespart. Wir haben über 10.000 Münzen, haben noch ein Opening mit den Belohnungen von Trophäensystemen vor uns und ich habe einen exklusiven Entwickler-Account von Supercell, sprich wir können auch noch jetzt gleich live den neuen Brawler Rosa schon früher testen, obwohl der noch gar nicht rausgekommen ist. Sprich, ich würde sagen, wir haben ein geiles Video und ich würde sagen, wie immer euch viel Spaß mit den Highlights. So, also wie gesagt, ich habe sehr lange gewartet auf dieses Video, habe ziemlich viel angespart. Wir sehen es auch hier gleich, ich mach kurz mal die Cam weg. Ich hätte auch sehr viele Truhen. Die Truhen sind aber für ein großes Opening, wenn neue Brawler rauskommen, also da warten wir einfach. Trotzdem können wir auch ein großes Opening machen. Also dafür habe ich mich wirklich sehr zusammenreißen müssen. Ihr seht es hier. Seitdem ich die 5000 Trophäen erreicht habe, habe ich kein einziges Mal die Belohnung abgeholt. Das können wir jetzt live machen. Sprich, wir können ein kleines Megabox-Opening machen mit 2 Megaboxen. Ich brauche noch, ich glaube... Spike und Crow, also 2 legendäre Brawler könnte ich noch freischalten. Würde ich sagen, starten wir rein. Vielleicht habe ich Glück. Los geht's mit der ersten Megabox. So, ja, 5 verbleibende Gegenstände wird wohl nichts. Power-Ups kann ich trotzdem gut gebrauchen. Ich habe auch keine Upgrades gemacht. Also ihr seht es vielleicht an den Münzen. Sprich, da können wir dann hoffentlich gleich ein extremst krankes, eine kranke Upgrade-Serie machen. Mal schauen. Kriege ich schon mal Juwelen, ist ganz nice. Box, ja, ist in Ordnung. Wollte halt vor allem einen neuen Brawler haben. Würde ich sagen, die Power-Ups können wir eigentlich... Am ehesten würde ich sie gerne Karl geben, weil ich ihn noch relativ low habe, genau. Rein von den Power-Ups her. Kommen wir noch zu einer nächsten Box, würde ich sagen. Kriegen wir Münzen. Daryl, kriegen wieder Münzen. Kriegen jetzt wieder Power-Ups. Ich würde sagen, die geben wir einfach wieder Karl. Ich habe keine bessere Idee, was ich sonst damit anfangen soll. Wir holen jetzt erst die Münzen. Ah, die kann ich nicht. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt jetzt noch zur zweiten Megabox. Ich will nicht so viel Geld mehr ins Game reinstecken, weil ich ja auch eigentlich keinen Content dazu bringe, so aktiv. Ich will jetzt aber wieder ab und zu Videos bringen. Nur schon mal als Hinweis, ab und zu richtig geile Folgen, für die ich dann wieder eben ziemlich viel aufspare. Zum Beispiel ein Opening oder wenn eben ein Update rauskommt und ich euch schon die neuen Sachen früher zeigen kann zum Beispiel. So, wir kriegen Rico. Naja, Pam, Poco, Frank und, also insgesamt waren es viele Power-Punkte, aber leider war es eben kein neuer Brawler wieder. Wäre auch ein bisschen lucky gewesen. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber ich habe ja auch schon sehr, sehr oft ziemlich Pech gehabt in Sachen Openings, dass ich da eben oft nichts Neues freischalte, also habe ich jetzt auch nichts erwartet. So, wir kriegen Rico und kriegen Juwelen. Passt erstmal und kriegen auch Gegenstände. So, würde ich sagen, kommen wir direkt zu dem großen, wie kann man sagen, zu der großen Upgrade-Folge. Jetzt haben wir 11.500 Münzen, das ist eine ganze Menge. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach von unten mit den wenigsten Trophäen, dass wir eben erstmal schauen, dass wir die hochkriegen und können jetzt mal schauen, was wir da so hinbekommen. Den Karl schon mal auf, okay, das ist schon mal nicht übel. Den Karl hier schon mal direkt auf Stufe 3. Kriegen wir vielleicht irgendwelche auf 9, das würde ich euch direkt machen. Den Brock zum Beispiel. Dann können wir nämlich ab hier jetzt schon mal die Star Power kriegen, was natürlich auch auf jeden Fall ziemlich hilfreich sein kann. Ich habe immer noch nicht meine erste Star Power. Wenn ich die ziehen würde, würde ich vielleicht auch mal wieder ein Video zum Beispiel machen. Also jetzt nur als Beispiel, was zum Beispiel kommen könnte. Bull können wir eigentlich auch hoch machen. Ich würde, ja, vielleicht aber eher die unteren. Ne? Die unteren sind, denke ich, sinnvoller, weil die habe ich ja gerade schlecht gelevelt. Aber an sich sieht man eben, wie viele Münzen ich wirklich habe. Also ich kann wirklich praktisch jeden Brawler upgraden, ohne dass ich mir da Sorgen machen muss. Können wir noch Poco hoch machen? Machen hier noch Shelly. Haben immer noch 3300 Münzen. Shelly mag ich ganz gerne. Können wir jetzt auch die Star Power ziehen. Ist auch nicht schlecht natürlich. Barley könnten wir auch, aber ich mag Barley irgendwie nicht so. Also ich spiele mit ihm nicht so gut, sagen wir es eher so. Den Frank würde ich auf jeden Fall auf 7 mal machen. Jetzt haben wir noch, nur noch 800, ne? Nur noch 900 knapp. Reicht das überhaupt noch? Ich glaube, für einen Dynamite oder für eine Penny am ehesten. Das reicht nicht. Super. Oder können wir vielleicht Gems? Nee, können wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir haben verdammt viel upgraden können. Ja, das war das Ganze, was ich mir aufgespart habe. Und jetzt würde ich sagen, das, worauf ihr die ganze Zeit wahrscheinlich gewartet habt. Wir kommen zum neuen Brawler, kommen zu Rosa. Let's go. So, da sind wir auf dem Developer, also auf dem Entwickler-Account. Haben in Deutschland, glaube ich, nur 4 bis 5 Creator. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass ich den überhaupt jetzt hier habe und überhaupt Rosa schon spielen kann. Der Account ist sowieso, also den kann man sich nur... schon gönnen auf jeden Fall, wenn man sich mal ansieht, was ich ja alles habe. Ich habe jeden Brawler eben auf Star Power direkt. Ist schon ganz geil, Angst. Ich habe halt nichts davon. Ihr seht es auch vielleicht hier oben links. Ich bin der einzige Spieler, der gerade weltweit auf dem Entwickler-Account online ist. Also, ja, kann ich halt wenig damit anfangen und nur gegen Testspiele Gegner spielen. Trotzdem würde ich sagen, dass wir jetzt hier mal reinspringen. Und ganz wichtig, wir können noch die Maps spielen, die bisher, glaube ich, noch nicht im Spiel war. Nämlich hier Flugfantasien. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat oder wer sie gesehen hat schon von euch. Das ist die allererste Showdown-Map mit Jump-Pads. Ich habe es schon ausprobiert,
ich sag mal gar nichts dazu. Könnt ihr selber auch gerne dazu sagen, was ihr dazu meint. Und wir kommen natürlich jetzt vor allem zum Gameplay von Rosa. Würde ich sagen, starten wir rein. Ich denke, ihr kennt Rosa so an sich. Also Rosa ist jetzt halt ein sehr tanky Brawler, der eben Nahkampf ist und halt vor allem eine unfassbar krasse Superfähigkeit hat. Also die würde ich sehr gerne ausprobieren. Ist halt nur aufpassen, dass ein El Primo hier keine... Okay, nee, der macht uns definitiv keine Probleme. Okay, ist halt nur ein Bot. Passt also. Die Superfähigkeit von Rosa sorgt dafür, dass sie... Ich weiß nicht, wie lange die dauert, aber solange die Superfähigkeit eben andauert, kriegt sie 80% weniger Schaden von Gegnern. Das finde ich absolut heftig, wobei ich eigentlich gerade nicht hätte wegjumpen sollen. Das können wir eigentlich gerade mal gegen Bull versuchen, oder? Würde ich sagen, aktivieren jetzt gerade mal. Ich hoffe, der Bull macht das auch was gegen mich, oder? Ja, der steht weg, okay. Ja, hat man schon mal extrem viel gesehen. Jetzt würde ich fast mal sagen, gehen wir gegen den Frank hier schnell rein. Wenn der... Die laufen alle weg, ist voll nervig. Komm, jetzt. So, jetzt aktivieren wir das Ganze und wir sehen es hier. Sie kriegt fast keinen Schaden. Der Frank kann machen, was er möchte. Die machen 1000 Schaden. Seht euch das an, das ist so lächerlich. Star Power aktivieren. Wir kriegen 572 Schaden von der Super. 572 jeweils. Es ist absolut lächerlich. Und haben damit die Runde ganz, ganz locker gewonnen. Also, erster Eindruck ist natürlich absolut OP von Rosa, muss man einfach sagen. Ja, soviel auf jeden Fall zu meinem neuen Voices-Video. Ich wirklich freue mich, wenn es ganz gut bei euch angekommen ist. Ich habe mir extra Mühe gegeben, Design überarbeitet und alles, dass das Ganze wirklich auch qualitativ aufwendig ist. Und ich würde sagen, ja, soviel zum heutigen Video. Ab und zu werden, wie gesagt, Voices-Videos kommen, immer wenn irgendwas Krasses ist. Wir haben ja zum Beispiel schon 150 Boxen für ein Opening angespart. Wenn ein neuer Brawler kommt, kann ich das Ganze früher zeigen oder Updates kann ich allgemein hier auf dem Developer, also Entwickler-Account, schon früher zeigen. Und ich würde sagen, danke dafür, dass ihr dabei wart. Und jo, ciao.